Danke, Frau Präsidentin, danke den Kolleginnen und Kollegen, danke auch dem Landeshauptmann für die kontroverse Diskussion. Ich sehe, und da gehen die Meinungen halt auseinander, ich sehe in der Gendersprache eben nicht diese Gerechtigkeit, von der Sie sprechen, sondern im Gegenteil, die Gender-Ideologie hat es geschafft, die Gesellschaft in vielen Gruppen einzuteilen. Und es gibt Studien und es gibt Umfragen, wo die Mehrheit der Befragten nicht etwa die Verwendung des generischen Maskulins ablehnen würden, sondern ihre sogenannte gerechtere Sprache, gendergerechte Sprache, die wird von großen Teilen im deutschen Sprachraum, von der Bevölkerung, abgelehnt. Und trotzdem wird sie übergestülpt. Und ich empfinde das als Frau übergriffig. Sie sprechen als Mann von Gerechtigkeit. Ich antworte Ihnen als Frau, nein, das ist übergriffig. Und ich möchte auch nicht in einer Gesellschaft leben, das sage ich in aller Deutlichkeit, die Menschen einteilt in Hautfarben, nach ihrer sexuellen Orientierung und nach dem Geschlecht, dass ich mir dann auch noch nach Tageslaune aussuchen kann. Ich möchte das nicht. Eine solche Wir-Gesellschaft lehne ich ab. Ich lehne das wirklich ab. Und mich stört in dieser ganzen Diskussion, dass aber genau das Gegenteil passiert. Dass all jene, hier im Landtag wäre noch schöner, dass mir irgendjemand eine Diskussion verwehrt. Und weil ja so auf Sprache, wie wichtig der gute Ton ist, Wert gelegt wird, zitiere ich, die Kollegin Landesrätin hat gesagt, ich finde es schlimm, dass wir darüber diskutieren müssen. Ich finde in einer Demokratie überhaupt keine Diskussion schlimm. Null. Ich kann noch so konträrer Meinung sein, ich finde keine Diskussion schlimm. Kollegin Vopper hat es, glaube ich, bedauert oder schade gefunden, dass man darüber reden muss. Ja, ihr bestätigt mich ja voll in dem, was ich sage. Voll. Heute ist es nämlich so, dass jeder, der sich anmaßt, und auch das belegen Umfragen, kritisch zu bestimmten Themen steht, mit Etiketten behaftet wird. Kollegin Ladurner hat es ja gesagt, Retro. Kollegin Ladurner hat auch gesagt, dieser Beschlussantrag hätte sie überrascht. Du hast mich auch mit vielen Dingen in diesen 2,5 Jahren überrascht. Ich schätze dich trotzdem. Aber für mich ist diese ganze Debatte eine reine Technokratengeschichte, hinter dem Ganzen eine Umerziehung stattfinden soll, die irgendwo drüber gestülpt wird. Und es ist natürlich angenehm. Und ich verlange, Frau Präsidentin, eine namentliche Abstimmung, denn ich werde jedem Kollegen der Südtiroler Volkspartei, der sich gegen diesen Antrag stellt, aber dann beim Pudel draußen immer tapfer sagt, dieser ganze Scheiß und was wollen die Weiber und dieser ganze Blödsinn und das geht mir alles am allerwertesten vorbei. Und ihr Frauen seid es, ihr wisst es selbst, wie eure Kollegen darüber denken. Und ihr glaubt ernsthaft, nur weil ihr eure Männer hier beim Latz habt, und natürlich ist es angenehm, auf der Seite der Guten zu sein, auf der Seite der Fortgeschrittenen, doch Toleranten und so weiter zu stehen. Das ist angenehm, weil wenn man Kritik übt, wird es halt ungemütlich. Das bestätigt, das ist Heuchelei. Aber ich werde jeden Einzelnen immer wieder daran erinnern. Und Frauden, glaubt mir eins, es wird keine Gerechtigkeit, Frauden oder sonst irgendwem geben, wenn ihr solchen Dingen immer wieder auf dem Leim geht. Ihr wisst, wie eure Kollegen denken. Und solange ihr euch damit begnügt, dass zumindest diese Geschichte hier durchgeht. Ihr habt ja die Männer schon letzte Woche zu bearbeiten begonnen, das weiß ich. Solange ihr euch damit begnügt, dass sie gegen ihr, zum nicht alle, dem Landeshauptmann nehme ich alles ab, Ihnen glaube ich, anderen Kollegen der Volkspartei hingegen nicht. Und wenn ihr euch damit begnügt, dass Männer bereit sind, gegen ihre eigene Einstellung zu stimmen, dann habt ihr mich ja voll und ganz bestätigt. Das sind Scheindebatten, die an der Realität vorbeigehen und Frauden draußen,
nicht nur in Südtirol, sondern auf der ganzen Welt, wirklich in ihrem Alltag große Probleme haben, die die Politik aber nicht löst. Hier verwendet die Politik nicht diesen Einsatz und diesen Aufwand. Für mich, Herr Landeshauptmann, ich sehe das anders wie Sie. Sie glauben, dass Sie da eine gerechte Welt schaffen und Probleme lösen. Für mich ist dieser Ansatz der Gender-Ideologie nicht nur der Sprache. Hier steckt Ideologie dahinter. Selbstverständlich, wenn sich das in die Sprache einfrisst, das bleibt, das setzt sich, Worte setzen sich mehr fest als Bilder. Für mich schafft diese ganze Geschichte falsches Sprechen, falsches Schreiben, falsches Denken, falsche Opfer, falsche Täter, falsche Politik und auch falsches Handeln. Und Frauen in Südtirol warten seit Jahren auf messbare Lösungen, die sie effektiv im Alltag haben. Und ganz sicher nicht sitzt eine Frau, eine Alleinerzieherin zu Hause, die nicht weiß, wie sie ihre Miete zahlen soll, die jetzt aber sagt, hurra, ich köpfe eine Champagnerflasche, weil jetzt ist der Genderstern da und jetzt weiß ich, wie ich die Miete bezahlen soll. Ganz sicher nicht. Gerechtere Welt wird damit nicht geschaffen. Das Gegenteil ist der Fall.